Jetzt bin ich hörbar, hoffentlich. Ja. So. Ja, warum ein Mitarbeiter der Wirtschaftsagentur also einen Vortrag hat? Also ich muss mir eigentlich vorstellen, als wenig kompetenteste Vortragende wahrscheinlich des heutigen Tages, weil ich eben in meiner normalen Tätigkeit als Mitarbeiter der Wirtschaftsagentur eben mich mit Betriebsansiedlungen beschäftige, beziehungsweise Gemeinden bei der Standortwirtschaft betreue. Warum bin ich trotzdem dort als Vortragender? Die soziale Ader von Natur im Garten? Nein. Also, um was geht es in meinem Forschungsgebiet? Eben, der Titel ist auch ein bisschen provokativ: Noch vergessene Räume für grüne Infrastruktur. Ja, vielleicht die Frage: Wurden Betriebsgebiete, gehören auch zum Gemeindegebiet? In Betriebsgebieten halten sich viele Mitarbeiter auf, viele Bewohner. Und ja, ist es ein Widerspruch? Grüne Infrastruktur in Betriebsgebieten, warum lässt man die Betriebsgebiete nicht einfach schier, versiegelt, ohne Grünraum, ohne Bepflanzung, ohne Bäume? Ja. Ist es ein Widerspruch? Sollte es so bleiben oder vielleicht sollte sich zukünftig daran was ändern? Da jetzt nur kurz der Inhalt, gehe ich kurz auf die Flächen ein. Da gibt es überhaupt die Flächen in einem Betriebsgebiet und wie wären sie zu gliedern? Da gibt es eben die öffentlichen Bereiche und die privaten Firmenareale. Dann werde ich eben auf die Steuerungsmöglichkeiten eingehen für grüne Infrastruktur in Betriebsgebieten, sowohl für die öffentlichen Bereiche als auch für die privaten. Dann als Konklusion praktisch die Vorteile und Nutzen für den Standort, für das Betriebsgebiet. Und abschließend eben möchte ich ein neues Gemeindeförderprogramm vorstellen, wo eben grüne Infrastruktur in Betriebsgebieten gefördert werden kann. Jetzt zu der Frage, gibt es überhaupt Flächen für grüne Infrastruktur in Betriebsgebieten? Muss man ganz deutlich sagen, ja, die gibt es. Es gibt da die öffentlichen Bereiche, weil das Firmenareal geht ja nicht immer bis zur Straße. Es gibt da die Verkehrsflächen, die Nebenflächen, die Einfahrtsbereiche, Grüngürtel, Lärmschutz. Das heißt, es würde in den öffentlichen Bereichen eines Betriebsgebietes Flächen geben. Auf der anderen Seite, eben in den privaten Bereichen auf dem Firmengelände gibt es ebenfalls genug Freiflächen wie die Firmenparkplätze, Verkehrsflächen, Gebäudeflächen, Dachflächen, Mitarbeiteraufenthaltsflächen. Ja, das heißt, es würden in beiden räumlichen Bereichen eines Betriebsgebietes, sowohl öffentlich als privat, ja, genügend Raum geben für grüne Infrastruktur. Jetzt möchte ich auf die Steuerungsmöglichkeiten eingehen. In den nächsten Folien zur Steuerungsmöglichkeiten gehe ich auf zwei Best Practice-Beispiele ein. Zum einen ist hausintern, das ist der EcoPlus Wirtschaftspark Föhrnwald. Und das zweite Beispiel ist Waidhofen an der Ips, der Gewerbepark Krailhof. Und wie geht dort, wie steuert man dort die Grünflächen? Also da fängt es an, zum Beispiel die Stadt Waidhofen an der Yps, gemeinsam mit dem Projektträger, die Wirtschaftspark Ypsdal GmbH, die einen neuen Wirtschaftspark etabliert, hat ein sehr umfassendes Landschafts- und Grünraumkonzept für das Betriebsgebiet erstellt. Dieses Landschaftskonzept gliedert sich in die Umgebung ein, berücksichtigt Sichtachsen, Verbindungen, Grüngürtel zu Wohngebieten, Schutz und dient als Grundlage eben für die Entwicklung des Betriebsgebietes. Auch in unserem Beispiel EcoPlus, der Wirtschaftspark Föhrnwald, südlich von Wiener Neustadt, wurde, bevor dieses Betriebsgebiet neu erschlossen wurde, eben ein Grünflächenkonzept entwickelt und dient als Grundlage eben der Erschließung. Jetzt von der Ebene Grünflächenkonzepte, jetzt weiter in die rechtliche Ebene. Das ist auch wieder bei beiden Beispielen, sowohl im Gewerbepark Krailhof in Waidhofen an der Ips als auch im EcoPlus Wirtschaftspark Föhrnwald in Wiener Neustadt,
gibt es Bebauungspläne für das Betriebsgebiet und dort wurde versucht, auch den Grünraum klarerweise in den Bebauungsplan, in die rechtliche Verbindlichkeit reinzubringen. Das heißt, die Grünflächen sind rechtlich verbindlich laut Bebauungsplan. Die Stadt Weidhof an der Ips ist so weit gegangen, dass sie auch schon diese Auspflanzungspflicht von heimischen Laubbäumen in die Verordnung hineingebracht hat. Am Beispiel EcoPlus in Föhrenwald gibt es einen verpflichtenden Mindestgrünflächenanteil für die Betriebsansiedler und eine Vorgartentiefe, verpflichtend 3 Meter, die Betriebsansiedler dort freilassen müssen. Jetzt nur kurz eben auf den Inhalt des aktuellen Bebauungsplans. Das heißt, der Bebauungsplan würde das hergeben. Das kann jede Gemeinde einen Bebauungsplan erstellen für ein Betriebsgebiet und dort das verstärkt die Grünflächen zu verankern. Es ist Paragraph 30, Inhalt des Bebauungsplanes unter Punkt 7, kann man Freiflächen und deren Ausgestaltung. Wie gesagt, ich bin kein Experte von Baumarten, Bepflanzungs-, also Technik etc., aber da steht, deren Ausgestaltung kann man auch schon definieren. Das heißt, man kann vorgeben, ja, dorffrei, ja, alles Mögliche, was ich heute Vormittag ein bisschen mitbekommen habe. Das heißt, das kann man in die Verordnung reingeben. Und unter Punkt 22 fällt eben auch die Begrünung von Gebäudeflachdächern, alternativ Fassadenflächen, sowie auch die Vorgaben für betriebliche und private Abstellanlagen in einem bestimmten Ausmaß. Und der Bebauungsplan sieht auch schon die Erhaltungspflicht und die Vorgaben dazu vor. Also die gesetzliche Grundlage ist geschaffen damit, auch also eingehend auf die privaten Firmenareale. Das heißt, jetzt hätten wir mögliche Grünflächenkonzepte, was die Gemeinde vorher angehen könnte, Teilbebauungsplan. Und jetzt gehe ich so weit, dass die Gemeinde sagt, nein, unsere Gemeinde soll schön, gescheit, ökologisch ausschauen und das Grundstück gehört der Gemeinde. Betriebsgebiet ist eine wichtige öffentliche Infrastruktur. Sie verkauft das Grundstück nur mit Grünflächenvorgaben und mit ja, auch den Qualitätskriterien, alles was dazugehört. Da wieder das Positivbeispiel, das aktuelle, der Gewerbepark Kreilhof, Stadt Weidhofen an der Ips. Da muss das Unternehmen einfach ein Bepflanzungs- und Grünkonzept fürs Firmenareal machen. Das ist im Kaufvertrag drinnen. Also es ist sehr weitgehend wie und vorausschauend, wie da die Stadt Weidhofen an der Ips das regelt. Und darüber hinaus gibt es auch eine Verpflichtung, die Fassadenflächen der einzelnen Betriebsgebäude mit Fassadenbegrünungen zu versehen. Also mindestens 50% der verbauten Hallen oder Betriebsflächen. Da gibt es dann, glaube ich, noch einen Zusatz, so genau kenne ich es nicht bei Stadt Weidhofen an der Ips. Das gilt auch für die Parkplätze. Also wenn man das mit den Dach- und Fassadenflächen nicht schafft, dass man auch, wenn man die Parkplätze eben klimafit gestaltet, so wie es heute Vormittag präsentiert wurde, dass das dann gilt. Ja. Und dass auch die Dachflächen eben, welche nicht für die technischen Anlagen belegt werden, weil es auch Photovoltaikpflicht gibt, müssten die auch begrünt werden. Das heißt, in die Grundstücksverträge könnte die Gemeinde auch schon noch viel mehr grüne Infrastruktur hineingeben. Also am Beispiel meines Kollegen, der den EcoPlus Wirtschaftspark in Föhrenwald managt. Also da muss ebenfalls der Betrieb, der sich dann ansiedeln will, muss sich da ein Grünflächenkonzept erstellen lassen, das sich integriert in das gesamte Grünflächenkonzept. Das wird auch gefördert vom Ökomanagement Niederösterreich. Das heißt, da kann man auch diese Beratungsstunden, gibt es eine Wirtschaftsförderung vom Land. Das heißt, ja, das kann man so den Unternehmer schmackhaft machen, dass eben Beratungsstunden in diesem Bereich ja von niederösterreichischen Grün, wenn ein niederösterreichischer Grünraumplaner das macht, dann gefördert werden. Es gibt dann zusätzlich im Kaufvertrag noch die Baumbepflanzungsvorgabe, ein Baum pro 500 Quadratmeter Grundstücksfläche. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht zu wenig oder man würde sich mehr wünschen, aber es ist schon ein Zeichen, nein, wir verkaufen das Grundstück nur, wenn ihr da was in die Richtung macht. Und wir haben das jetzt nicht verpflichtend, also bei uns kann man von 5 Kriterien 3 auswählen, also Dachbegrünung, Fassadenbegrünung,
Also nachhaltiges Regenwassermanagement mit versickerungsfähigen Ausflächengestaltung oder zertifizierter Gebäudebestand. Also wir sind da noch offen, weil das sehr, sehr neu ist. Aber der Unternehmen muss drei Kriterien erfüllen, damit er von uns das Grundstück kaufen kann und dort sein Betriebsobjekt errichtet. Was ist jetzt der Vorteil und der Nutzen für das Betriebsgebiet? Naja, es bedeutet eine gestalterische Aufwertung des Betriebsgebiets, eine Strukturierung, eine Einrahmung des Betriebsgebiets. Und es soll jetzt, wir wollen jetzt nicht Netze, ein grünes Marschall umhängen, ja super, nehmen wir das, das ist gerade super zum Vermarkten, ein grünes Marschall. Nein, es geht um ein beinhartes Standortkriterium. Standorte, die Adresse des Unternehmens, Standortattraktivität für bestehende und für mögliche sich neu ansiedelnde Unternehmen. Ja. Bäume und Sträucher haben auch die Funktion als Sichtschutz, Windschutz, als Barriere gegenüber vielleicht Wohngebieten, die es sind und Unternehmen wollen sich abschirmen. Das heißt, von der her hat es auch einen Nutzen. Man kann so auch die Biodiversität fördern, weil eben diese Nebenflächen doch eine große Dimension in Betriebsgebieten erreichen. Also da wäre sicher auch viel möglich in Richtung Steigerung der Artenvielfalt. Was ganz wichtig ist, ist natürlich die Bedeutung der Beschattung und der Abkühlung. Also wenn eben die Firmenareale so gestaltet sind, die Mitarbeiter halten sich dort schon öfter auf, wenn sie dort angenehme Aufenthaltsbereiche haben, sind das sicher dann eben attraktivere Arbeitsplatzumgebungen für Mitarbeiter, was auch in der heutigen Zeit wieder wichtiger ist, Mitarbeiter zu rekrutieren. Also es geht wirklich um harte Standortfaktoren, das Umfeld für Mitarbeiter verbessern, die Attraktivität, die Adresse des Unternehmens. Entschuldigung. Jetzt noch abschließend kurz zu unseren Fördermöglichkeiten von Seiten des Landes Niederösterreich. Also wir haben ein Aktionsprogramm für ökologische Standortentwicklung und Betriebsgebietserneuerung und die gilt eben für Gemeinden, die in bestehenden Betriebsgebieten, also wir wollen jetzt damit nicht die Neuerschließung von Betriebsgebieten fördern, sondern in bestehenden alten Betriebsgebieten, also die zu 75% verbaut sind, würden wir Gemeinden dabei unterstützen, eben solche Maßnahmen zu setzen. Grünflächen, Blühwiesen, Einrahmung des Betriebsgebietes mit Grüngürtel, Sträucher, Bäumen, die Entsiegelungsmaßnahmen, ökologische Parkplatzgestaltung, Wegeführung, Straßenbegleitgrün. Also in diesem Bereich wäre eben jetzt das Förderangebot für Gemeinden. Wir haben das aber ein bisschen limitieren müssen, weil das ist eine Pilotphase. Das heißt, es geht um Betriebsgebiete, die mindestens 5 Hektar sind, mindestens 5 Betriebe haben und mindestens 200 Mitarbeiter, damit dieser Effekt auch möglichst vielen Mitarbeitern zugutekommt. Die Förderung ist ist Voraussetzung eine konzeptionelle Grundlage. Das heißt, es muss ordentlich von einem Grünflächenkonzept, von einem zertifizierten Plan erstellt werden. Und dann könnten eben investive Maßnahmen mit 50% gefördert werden, eigentlich bis eine Obergrenze von 750, also 50% von 750.000 Euro. Ein erstes Pilotprojekt gab es da im Weinviertel in Korneuburg. Da hat eben die Stadt Weidhofen und die Stadt Korneuburg eben den öffentlichen Raum, die Gehstege verbreitert und auch Beschattung, also ich glaube 20 Bäume in diese Wegeführung integriert und 18 Parkplätze im Betriebsgebiet auf Ökopflaster also umgestellt. Jetzt vielleicht nur zusammenfassend eben das Fazit und der Ausblick. Ja, man könnte sagen, Betriebsgebiete sind noch vergessene Räume, Gemeinderäume für die grüne Infrastruktur. Ja, es gäbe die Flächen dazu in Betriebsgebieten, sowohl auf der öffentlichen Seite als auch im privaten. Es gibt die Steuerungsmöglichkeiten dazu. Man kann Grünflächenkonzepte machen, Bebauungsplan und in die Verträge, Grundstücksverträge Vorgaben machen. Es gibt dann mehrdimensionalen Nutzen, die Erhöhung der Standortattraktivität, attraktivere Arbeitsplatz. Umgebung, also es kommt Unternehmen und Mitarbeitern zugute, Förderung der Biodiversität, Artenvielfalt und vor allem auch klimaresiliente Standorte. Wird auch von der Österreichischen Raumordnungskonferenz neu vorgegeben, der Standort in Österreich soll sich klimaresilient, klimaadaptiv entwickeln. Das heißt, diese Maßnahmen sollten dann jetzt, das wäre die Einladung eben zukünftig vermehrt passieren. Und ich glaube, mit diesen zwei Best-Practice-Beispielen wurden Möglichkeiten schon aufgezeigt, die Leuten einen Paradigmenwechsel
ein. Also danke nochmal an diese Vorbildfunktion der Stadtwerk Hofmann, der IPS, die da sehr Vorreiterrolle ist. Und in diesem Sinne wollte ich abschließen eben und sagen, ja, die Einladung an Gemeinden, vielleicht dieses Angebot verstärkt zu nutzen. Das Know-how ist in Niederösterreich dank Natur im Garten hier. Ich stoppe meine Präsentation. So. Gut. Ich hoffe, es sehen jetzt alle meine Präsentation. Der Kollege Schickl-Müller hat wunderbar dort angebunden, wo ich mit meinem Vortrag aufgehört habe. Er hat gezeigt, wie gut man über Flächenwidmung und Bebauungsplanung diese grüne Infrastruktur auf der Gemeindeebene integrieren kann. Hat auch gezeigt, diese sehr gute, das Zusammenwirken von Raum- und Landschaftsplanung. Auf der einen Seite eben muss einmal das Ganze gewidmet werden, damit die Fläche verfügbar ist, und dann kann man auf der Ebene der Grünraumgestaltung, der Freiraumgestaltung sozusagen hier eingreifen und das genauso umsetzen, wie es die Gemeinde fordert und dann, wie es der Ganze gewünscht ist. Ich hänge da jetzt noch mich an mit ein paar Beispielen, wie diese unterschiedlichen Elemente im Siedlungsraum gestaltet werden können, welche das sind und wie man damit umgehen kann, und beginne mit einem sozusagen linearen Beispiel, nämlich ein Straßenbegleitgrün. Das ist ein Beispiel aus Gmünd. Da wurde die Bahnhofstraße, die stärkst befahrene Straße der Stadt, neu gestaltet auf einer Länge von fast 1 Kilometer zwischen dem Stadtzentrum und dem Bahnhof. Nur vorweg, die Ausführung, die technische Ausführung, so der Straßenquerschnitt, wurde von einem Verkehrsplanungsteam, eher von, glaube ich, sogar von einer Baufirma umgesetzt. Deshalb auch der Hinweis auf die sehr schmalen Grünstreifen, die man da sieht, die natürlich nicht ideal sind. Unser Büro wird dann aber beigezogen im Zuge einer eben Natur im Gartenberatung, hier Vorschläge zu machen, wie man diese Grünstreifen dann entsprechend gestalten kann. Nur was war vorher da? Das waren Wiesenstreifen mit Kugelakazien drinnen. Also ökologisch tot, sozusagen überhaupt nicht standortgerecht. Auch mit dem Problem, dass diese Robinien durch das Wurzelsystem auch die Gehsteige und die Fahrbahnen angegriffen haben. Wir sind daher in die Richtung gegangen zu sagen, okay, Standort ist eigentlich relativ extrem. Wir haben hohe Verkehrsbelastung, damit auch im Winter eine relativ hohe Salzbelastung. Das heißt, es müssen robuste Pflanzen sein. Wir haben salztolerante Pflanzen gewählt. Man sieht hier als Beispiel die Eberesche und großräumig, großteils die Felsenbirne. Beide sind robust, halten diese relativ extreme Standorte gut aus. Und dann die Unterpflanzung mit unterschiedlichen Stauden, die so zusammengestellt wurden, dass es immer Leitstauden gibt und dann Unterpflanzungen, und die Blühaspekte haben vom April eigentlich bis in den Spätherbst hinein. Und das Ganze wurde mit einem Granitsplit 816 überdeckt, was eigentlich ein robuster, dauerhafter Mulch ist, der gut funktioniert und sich auch gut reinigen lässt im Frühling. Die Stauden bleiben größtenteils über den Winter stehen, werden dann im Frühling abgeräumt und beginnen dann neu zu grünen. Das ist ein Beispiel aus Mistelbach, wie man hier sozusagen die grüne Infrastruktur für das Regenwassermanagement nutzt. Das ist ein Beispiel vom Kollegen Diplom-Ingenieur Grimm aus Wien, der dort die Planung in einem neuen Siedlungsgebiet gemacht hat und auch diesen Regenwassermanagement-Leitfaden von Niederösterreich erstellt hat, für das Land Niederösterreich. Und man sieht hier, dass hier relativ großzügige Retentionsmulden angelegt wurden, waren auch deswegen erforderlich, weil wir dort relativ dichte Bodenverhältnisse haben, die eine Versickerung nur bedingt ermöglichen. Das heißt, es geht um eine Rückhaltung und um eine Verdunstung der Wassermengen. Die Größe erlaubt aber auch eine extensive Nutzung in anderer Form, wie man hier zum Beispiel sieht, eine robuste Schaukel aus Metall, die eine kurzfristige Überstauung auch verträgt, wo man eben auch
hier zum Beispiel ein einfaches Fußballtor reinstellen kann, Bedarf auch wieder in Sicherheit bringt und auf diese Art diese Fläche nicht nur eine Retentionsfunktion hat, sondern durchaus einen gewissen Aufenthaltsraum und Spielraum darstellt. Hier noch einmal das Beispiel aus St. Pölten. Die sogenannte Gartenstadt am Kremserberg. Deswegen so interessant, weil es eigentlich schon 20 Jahre alt ist und zu dem Zeitpunkt, also 2002, eigentlich wirklich wegweisend war, nämlich in der Hinsicht, dass man gesagt hat, okay, wir stellen relativ große Freiräume zur Verfügung, öffentliche, halböffentliche Freiräume, gehen dafür mit den Gebäuden eine größere Dichte. Wir sehen hier immer Doppel- oder Dreifachhäuser. Im Nordteil ist es dann auch zum Teil mehrgeschossiger Wohnbau. Das heißt, wir haben trotzdem auf dieser Fläche eine relativ hohe Wohndichte. Wir nutzen die Fläche nachhaltig, stellen aber gleichzeitig dazu großzügige Freiräume zur Verfügung. Was nicht funktioniert hat oder was geplant war ursprünglich, diese großen Streifen auch für das Regenwassermanagement zu nutzen. Aber man war damals noch nicht so weit. Man hat sich dann doch kurzfristig für ein Standardkanalsystem entschieden, hätte aber diese Streifen, die hier sind und natürlich auch die ganzen Landbereiche dazu nutzen können. Aber es ist trotzdem so, dass eben jetzt nicht quasi nur einfach Gehwege sind, sondern Gehwege immer mit großzügigen begleitenden Streifen ausgestattet sind, die laut Bebauungsplan auch mit entsprechenden naturnahen und standortgerechten Pflanzen, Bäume und Sträuchern zu gestalten sind und zu bepflanzen sind. Und das Bild habe ich vorher schon gezeigt. Es geht nicht nur immer um die Fahrbahn und einen Stellstreifen, sondern man hat in Teilbereichen zumindest großzügig auch seitliche Begrünungselemente vorgesehen, um hier sozusagen auch fürs Mikroklima etwas mehr zu tun. Und wir sehen hier die relativ dichte Bebauungsform, die dann im Nordteil in diesen neueren zweiten Abschnitten auch sozusagen noch höhere Dichten aufweisen. Wurde bereits angesprochen vom Kollegen, dass die Möglichkeit der Dachbegrünung, ganz ein wichtiger Aspekt, wurde auch am Vormittag schon erwähnt. Dachbegrünung hat die sehr positive Eigenschaft, Regenwasser aufzunehmen, zurückzuhalten, vor Ort zu verdunsten und damit das Regenwasserkanalsystem zu entlasten, gleichzeitig mikroklimatisch wirksam zu sein. Es hat auch eine positive Auswirkung auf die Haltbarkeit der Dachkonstruktion. Die Temperaturunterschiede auf einem Kiesdach zum Beispiel oder die Temperaturextreme gehen auf 60, 70 Grad hinauf, während auf dem Gründach wir in einem Bereich von 30 bis 35 Grad bleiben. Und das ist im Prinzip auch, wenn es entsprechend gestaltet wird, auch ein nutzbarer Freiraum. Das ist zum Beispiel eben das sind die Gründächer auf dem Niederösterreichhaus in Krems, wo die Bezirkshauptmannschaft Krems-Land und Dorf- und Stadtanlage und so weiter zu finden sind. Ein anderes Beispiel aus dem Kindergarten Bad Fürslau. Da wurde die Dachfläche ebenfalls mit einem Gründach versehen, zusätzlich aber auch mit einer Photovoltaikanlage. Auch diese Doppelnutzung ist eine sehr vorbildliche Form, hier sozusagen diese Freiräume entsprechend zu nutzen und eine Mehrfachfunktion, wie sie bei der Grüninfrastruktur so wesentlich ist, hier auch zu übernehmen. Und ein anderer Bereich ist die Vertikalbegrünung. Auch das hat der Kollege Schickelmüller schon erwähnt. Hier ein Beispiel, eine eher technische Lösung an einer Parkgarage in St. Pölten. Diese Vertikalbegrünung an einer Gitterstruktur nutzt hier ganz konkret in der Hinsicht, dass eine Schadstofffilterung verursacht und hier aber darüber hinaus eine Vertikalbegrünung auch, so wie die Dachbegrünung, zu einer Abmilderung von Temperaturextremen genutzt werden kann. Wir haben ja vorhin gehört, eine Blattoberfläche kann nie mehr als die Umgebungstemperatur erreichen und ähnlich wirkt es natürlich auch auf der Fassade. Und wenn diese technisch richtig und fachgerecht ausgeführt ist, kann es auch zu keiner Schädigung der Fassade kommen. Das ist ja immer wieder ein Argument, wo man sagt, Vertikalbegrünung zerstört mir die Fassade. Wenn diese richtig ausgeführt ist, passiert das auch nicht. Im Gegenteil, wir haben aufgrund der geringeren Temperaturextreme dann eine längere Haltbarkeit der Fassade. Und das muss auch von der Gestaltung nicht immer eine
sehr technische Ausführung sein. Das ist eines unserer Projekte in Senftenberg, das Nur Medical Center, wo wir in Patio eine Vertikalbegrünung vorgesehen haben, wo eben das Halterungssystem sozusagen an sich schon eine Gestaltung aufweist. Das ist ein Foto, das natürlich ganz jung ist und noch wenig Begrünung da ist, aber irgendwann wird das überwachsen sein und trotzdem hat man auch jetzt schon eine ansprechende Optik, die sich dann natürlich noch weiter entwickeln wird. Gut, hier noch die Quellen. Zudem, ich möchte vor allem auf die Kollegen von Grünstadt Grau hinweisen. Das ist eine Plattform zur Bauwerksbegrünung, die sich sehr intensiv mit Vertikal- und Dachbegrünung beschäftigen. Und bei denen kann man wirklich gute Informationen bekommen über Best Practice Beispiele, beziehungsweise auch bei der Gestaltung und Planung. Können die unterstützen. Und wir natürlich von den Beratern helfen natürlich gerne auch in den Gemeinden ganz allgemein. Gut.